Die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft lud am Mittwoch zum dritten Gesundheitstag. Viele Unternehmen und Vereine im Gesundheitsbereich der Stadt nahmen an dieser Veranstaltung teil. Diese richtet sich zum großen Teil an die Mieter der EWG, denn vielen ist nicht bewusst, dass die Versorgung und gesundheitlichen Dienstleistungen in der Stadt in den eigenen vier Wänden genutzt werden können. Wir haben uns gedacht oder gemerkt, dass unsere Mieter doch eine sehr große Barriere verspüren, was so die Gesundheitsthematik angeht. Also sie denken halt eher, boah, wenn ich jetzt zu einem Pflegedienst gehe, dann muss ich aus meinen eigenen vier Wänden raus, und das ist ja gar nicht so. Das heißt, wir wollten den Mietern zeigen, dass es viele, viele Wege gibt, so lang wie möglich, so gesund wie möglich in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Und aus der Idee ist der Gesundheitstag entstanden, dass man einfach relativ barrierearm mal zeigt, was hat Hüttenstadt an Gesundheitsexperten zu bieten, die einem zu Hause in der Häuslichkeit das Leben leichter machen können.